Kennt ihr das? Wenn ihr montagmorgens frisch ausgeruht auf der Arbeit sein wollt und naja, ihr habt von Sonntag auf Montag super geschlafen, so 2 Stunden und denkt euch, naja gut, ist Montag, okay, wirst schon irgendwie rumbekommen, die Woche wird bestimmt nicht so schlimm und die Woche wird so richtig mies, ich meine so richtig scheiße. Und dann denkst du, naja gut, okay, dann schreibst du halt diese Folge ein kleines Skript, so eine kleine Folge, die nicht viel Arbeit macht und dann schreibst du so ein kleines Skript, so ein bisschen, denkst, ja okay, nicht so schlimm, wirst du schon irgendwie hinbekommen. Hast noch Scheiße mit Leuten, mit denen ich dich gut verstehst und denkst du, ja, okay, werde sich schon irgendwie wieder richten. Und ja, es ist ja jetzt Wochenende, mach dich nicht bekloppt. Und dann realisierst du, Alter, es ist erst Donnerstag. Leck mich doch am Arsch, ey. Hab keinen Bock, Mann! Und auch in dieser weiteren Folge von Tobis Aquaristik Exzessors spenden wir auch wieder 5 Euro für Gieselher und für den guten Zweck. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Nein, war natürlich nur Spaß. Hat unheimlich Spaß gemacht, das Skript zu schreiben. Ich bin nur 2-mal drüber eingeschlafen. Nee, Spaß beiseite. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich noch ein bisschen was erzählen. Also das Video, ich denke, ihr werdet es mitbekommen haben. Um was es geht, im Videotitel, denke ich, lässt sich das spätestens jetzt ableiten. Ich möchte mit euch gerne über Barsche und Buntbarsche sprechen. Mir fällt zunehmend auf, dass auf Börsen, Messen im Internet ständig von Barschen gesprochen wird, obwohl meistens Buntbarsche gemeint sind. Ja, sei es aus Bequemlichkeit oder sei es, weil es die Leute wirklich nicht wissen, was erschreckend oft der Fall ist. Das Ganze ist aber grundlegend falsch. Und ja, darüber möchte ich heute gerne ein bisschen mit euch quatschen. Ja, Barsche und Buntbarsche sind, wenn man so einigen ja, intelligenten Forenbeiträgen so lauscht oder mal so ein bisschen im Internet sucht, laut vielerlei Aussagen völlig das Gleiche. Und lediglich durch das Wort bunt getrennt, weil in beiden Worten steckt ja das Wort Barsch. Ja, ich will's mal so sagen. Laut der Logik wäre übrigens jeder, der Schmidt, Bäcker oder Decker heißt, miteinander verwandt. Ganz automatisch. Das Ganze ist leider, ja, so leid es mir tut, völliger Unsinn. Buntbarsche und Barsche sind alles, nur nicht das Gleiche. Sagen wir mal, es würde stimmen, oder entkräften wir das mal. Also, Buntbarsch bedeutet einfach, dass Tiere bunt sind. Okay, hier mal 2 Beispiele. Das hier wäre dann ein Buntbarsch. Wie wir sehen, wahnsinnig bunt, unglaublich tolle bunte Farben. Das hier wäre jetzt ein echter Barsch. Und wir sehen, der ist nicht wirklich bunt. Nein, ja, also ich glaube, euch fällt auf, das kann nicht so ganz stimmen. Das Ganze ist jetzt wieder ein schönes Beispiel dafür, wie wenig euch deutsche Bezeichnungen leider Gottes meistens weiterhelfen. Ich könnte mich natürlich jetzt hinsetzen und könnte jetzt mit irgendwelchen wissenschaftlichen Fachausdrücken um mich schmeißen, so viel wie ich will, aber das Ganze brauche ich gar nicht. Es gibt ein paar ganz einfache und schnelle Unterschiede zwischen Barschen und Buntbarschen, die wir mal ganz schnell abhandeln können. Buntbarsche haben pro Kopfseite nur ein Nasenloch. Echte Barsche haben auf jeder Seite 2, also insgesamt 4. Der Bau der Schlundknochen ist auch übrigens völlig verschieden. Das sieht man jetzt so eher nicht von außen, aber er ist auf jeden Fall verschieden. Eins der deutlichsten Merkmale aber, wo ihr Barsch und Buntbarsch eigentlich super leicht unterscheiden könnt, ist, Buntbarsche haben keine zweigeteilte Rückenflosse. Barsche hingegen haben das schon. Auch noch was Nettes, woran ihr sie eigentlich sehr leicht unterscheiden könntet. Buntbarsche kommen eher im südlichen Raum und Barsche eher im nördlichen Raum unserer Erde vor. Ich könnte jetzt noch einiges mehr aufzählen, aber halt mir das Ganze fest. Es gibt keine Malawi-Barsche, es gibt keine Schneckenbarsche und was weiß ich noch alles. Es gibt's einfach nicht. Wenn wir das Ganze genetisch betrachten, so als kleiner Funfact an der Seite, sind Buntbarsche unter anderem ziemlich nah mit Guppies verwandt, aber eben nicht mit echten Barschen. Ich würde sagen, schauen wir uns die beiden doch mal ein bisschen näher an und fangen mit den Barschen an. Auf geht's! Echte Barsche, Persidae, gibt es 220 Arten, von denen wenige in Europa und über 200 im nordamerikanischen Raum vorkommen. Barsche werden eher selten im Aquarium gehalten, was unter anderem ein Grund ist, dass viele
ganz schöne Monster werden können und ja, nur wenige Leute ein Aquarium haben, wo sie reinpassen. Es gibt aber auch kleinere Arten, zum Beispiel in der Unterfamilie Edustomatinae oder sogenannte Springbarsche. Barsche bewohnen Süßwassergewässer in der gesamten Nordhalbkugel. Teilweise begeben sie sich auch ins Brackwasser. Europäische Arten sind zum Beispiel Flussbarsch, das ist dieser schöne Kerl hier, oder der Zander. Bei den beiden solltet ihr euch die Rückenflosse mal anschauen, im Vergleich zum Buntbarsch. Der europäische Zander ist die größte Art und wird bis zu 130 cm lang. Echte Barsche ernähren sich rein karnivor. Das bedeutet, sowohl Wasserinsekten, Würmer, Krebstiere, aber auch Fischfleisch und natürlich andere Fische stehen auf dem Speiseplan. Also komplett fleischlich. Da gibt es bei den Buntbarschen einige Unterschiede. Größere Arten wie der Zander sind reine Raubfische, die anderen Fischen nachstellen. Die Eier werden im freien Wasser zwischen Pflanzen oder in Gruben am Boden abgelegt oder an Substrat geheftet. Einige Arten betreiben, naja, sagen wir mal Brutpflege, was nebenbei erwähnt einige Badegäste schon schmerzlich erfahren haben. Aber eine extrem ausgeprägte wie bei den Buntbarschen sucht man hier vergeblich. Kommen wir nun zu den Buntbarschen. Buntbarsche bzw. Schiglidiae bzw. Schigliden sind nach den Karpfenfischen und den Grundeln mit etwa 1700 beschriebenen Arten die drittartenreichste Fischfamilie der Welt. Buntbarsche sind beliebte Aquarienfische und einige große Arten sind wichtige Speisefische. Allein in größten Teilen des tropischen Afrikas findet man viele hundert verschiedene Arten und es werden noch einige hundert unbeschriebene Arten dort vermutet. In den ostafrikanischen Seen Malawi, Tanganyika und Viktoriasee kommen hunderte verschiedene, zumeist extrem farbenprächtige Fische vor, die auch oft im Fachhandel zu finden sind und sich wachsender Beliebtheit erfreuen. Einige hundert Arten findet man auch in Mittel- und Südamerika, aber auch auf Kuba, Hispaniola, Texas und Madagaskar. Einige wenige in Asien, Südindien, Sri Lanka, Iran, Israel und Jordanien. Die Buntbarsche aus Indien, Madagaskar, Kuba und Hispaniola gehen übrigens auch in ihrem Biotop ins Brackwasser. Einige Arten wurden als Neozoen weit verbreitet, unter anderem aus fischereiwirtschaftlichen Gründen. In mehreren Ländern beeinträchtigen sie die einheimische Fauna sehr. Das Ganze aber nur am Rande. In der Videobeschreibung findet ihr bei Interesse das Video von mir über das Thema Neozoen. Die Größe von Buntbarschen beläuft sich von wenigen Zentimetern, wie man das zum Beispiel hier von Dario Dario kennt oder den meisten Avestogramma-Arten, bis laut Literatur Tieren, die um die 80 cm werden können. Angepasst an das jeweilige Habitat haben Buntbarsche sehr unterschiedliche Formen und viele, wie schon erwähnt, sehr tolle und auffällige Farben. Weil besonders farblich denken wohl die meisten an Malawi-Buntbarsche, wobei es auch viele Buntbarsche in anderen Gebieten gibt, die sehr auffällig sind. Bei der Form sind zum Beispiel Skalare und Diskus recht außergewöhnlich und perfekt an ihr Habitat angepasst. Zum Thema Skalare findet ihr übrigens auch in der Videobeschreibung ein Video von mir. Es gibt aber auch Arten, die, ja sagen wir mal, hechtförmig sogar sind und Arten, die stark an Grundeln erinnern. Wichtig wäre noch die Maulform. Diese ist an die unterschiedlichen Ernährungstypen angepasst. Wie wir eben gehört haben, Barsche sind reine Fleischfresser. Bei Buntbarschen sieht das völlig anders aus. Die Maulformen haben wir von tief gespalten bei Räubern bis zu stark unterständig zum Abraspeln von Felsaufwuchs. Unterschied zu den meisten anderen Fischen haben Buntbarsche, wie gesagt, auf jeder Kopfseite nur ein Nasenloch. Buntbarsche haben, wie auch eben erwähnt, nur eine Rückenflosse, in der ein hart- und ein weichstrahliger Teil deutlich zu unterscheiden ist. Es gibt noch weitere Merkmale, auf die ich jetzt aber eher nicht näher eingehen will. Schaut dafür ruhig mal in die Videobeschreibung. Da habe ich einige Links drin, die euch bestimmt noch ein bisschen weiterhelfen. Die Ernährung ist sehr unterschiedlich und vielfältig gestreut. Von Räubern über Planktonfresser, Aufwuchspflanzen bis hin zum Larvenfresser. Es gibt sogar Arten, die spezialisiert sind, Schuppen und Augen anderer Fische zu fressen. Im ostafrikanischen Bereich kann man die unterschiedlichen Ernährungsformen besonders gut sehen. Das ist unter anderem ein Grund, warum man zum Beispiel nicht alle Arten Malawi-Buntbarsche vergesellschaften sollte. Die meisten männlichen geschlechtsreifen Buntbarsche beanspruchen Reviere und verteidigen diese oft bis aufs Äußerste gegen Artgenossen, andere Fische, aber auch gegen andere Tiere.
Eine weitere Besonderheit der Buntbarsche ist, dass sie ein außergewöhnlich ausgeprägtes Brutpflegeverhalten für ihre Eier und ihre Larven bzw. Jungfische zeigen. Hier unterscheidet man Substratlaicher, das bedeutet, dass die Tiere ihre Eier auf den Untergrund ablegen oder in Höhlen anheften, und, wie wir es von Malawi-Buntbarschen kennen, Maulbrüter. Buntbarsche beschützen ihre Eier und Jungfische so ziemlich gegen alles und jeden. Einige Aquarianer werden mir zustimmen, dass sie das selbst schon hautnah erleben und spüren mussten. Meiner Erfahrung nach sind hier gerade die Kleineren richtig übel drauf. Deshalb legt man sich übrigens auch besser nicht mit mir an. Sie beschützen ihre Brut aber nicht nur, sondern reinigen auch noch die Eier durch Ablutschen und Fächern. Einige Arten haben sogar während der Brutpflege bestimmte Farbzeichnungen, anhand derer sich die Jungfische orientieren. Umso umfassender die Brutpflege, umso erfolgreicher ist diese. Daher legen Buntbarsche im Vergleich zu anderen Fischen sehr wenige Eier, maximal ein paar hundert. Im Vergleich zu anderen Arten, die tausende oder sogar bis zu 1 Million Eier legen. Diese betreiben aber keine wirkliche Brutpflege und überlassen die Eier meistens sich selbst. Viele Buntbarsche pflegen und betreuen ihren Nachwuchs sogar mehrere Wochen. Es gibt sogar Arten, zum Beispiel im Tanganyika-See, wo die älteren Geschwister bei der Aufzucht neuer Gelege helfen und die kleineren Geschwister verteidigen. Je nachdem, wie die Elterntiere sich an der Brutpflege beteiligen, unterscheidet man Elternfamilie. Weibchen und Männchen pflegen zusammen. Die Männchen übernehmen meistens den Großteil der Revierverteidigung. Diese Form der Brutpflege ist übrigens eine der dauerhaftesten Bindungen im Tierreich. Mann-Mutter-Familie. Das Männchen kümmert sich rein um die Revierverteidigung, das Weibchen allein um die Brutpflege. Hier ist auch eine Mann-Mütter-Familie möglich, also ein Männchen und mehrere brutpflegende Weibchen. Mutter-Familie. Das Weibchen übernimmt ganz allein die Brutpflege. Das Männchen beteiligt sich absolut nicht, wie man das zum Beispiel bei Maulbrüdern aus dem Malawisee und Tanganyika-See kennt. Und Vater-Mutter-Familie. Das Weibchen betreut die Eier und das Männchen verteidigt das Revier. Wenn die Jungen freischwimmen, pflegen beide Elternteile, wie man das zum Beispiel von Purpurprachtbuntbarschen kennt. Das Thema könnte man noch Stunden beleuchten und man würde kein Ende finden. Ihr seht also, dass Buntbarsche eine extrem vielfältige Fischfamilie sind. Buntbarsche findet man in den unterschiedlichsten Habitaten mit den unterschiedlichsten Wasserparametern. Vom Laub- und Holzbiotop zum Bewohnen üppiger Pflanzengärten bis zu Felsen und Sand, beziehungsweise Freiwasserbewohnern. Buntbarsche sind also weitaus mehr als bunt und garantiert keine echten Barsche. So Leute, damit wären wir auch wieder am Ende vom Video. Euch wird aufgefallen sein, ich habe jetzt bei diesem großen Thema nur etwas an der Oberfläche kratzen können. Schaut dafür ruhig mal in die Videobeschreibung, da habe ich einen Haufen Links von Seiten und Sachen noch reingehauen, wo auch mit Buntbarschen zu tun haben, könnt ihr mal reinschauen. Wenn ihr noch gute Links kennt von Barschen oder Buntbarschen, wo ihr sagt, hey, ist eine geile Seite, schreibt mir die ruhig, ich füge die dann in die Beschreibung mit bei, dass man wie so ein, ja sagen wir so eine kleine Schau hat von den unterschiedlichsten Sachen. Wäre ziemlich geil, wenn ihr mir da helfen würdet. Ansonsten vielen, vielen, vielen Dank für die ganzen geilen Bilder. Ich konnte gar nicht alle da reinhauen, es war Wahnsinn. Ich habe den Aufruf vor, ich glaube, 5 oder 6 Tagen gemacht. Es kommen immer noch Bilder, es ist Wahnsinn. Vielen Dank dafür. Ja, ansonsten, ich bin nächste Woche am 14.11. in Karlsruhe auf der Heimtiermesse, samstags. Wenn ihr Bock habt oder auch dort seid, sagt doch mal Hallo, kommt mal vorbei. Ich werde dort auch wieder mit der Kamera rumlaufen und ein kleines Video darüber machen. Ja, ansonsten sehen wir uns im Video nächste Woche. Wenn ihr Bock habt, wollte ich auch noch Danke sagen. Das letzte Video, was ich gemacht habe, das Infovideo, was der Kanal und wer ich überhaupt bin, könnt ihr euch auch noch anschauen. Das ist wahnsinnig gut angekommen. Ja, ich war so ein bisschen platt, hätte ich nicht gedacht. Ja, wenn ihr öfter sowas sehen wollt oder noch Fragen habt, könnt ihr das auch gerne mal reinschreiben. Ja, ansonsten könnt ihr auf YouPorn vorbeischauen, wenn ihr nichts mehr zu tun habt. Ich hau jetzt im Anschluss an dieses Video noch einen Haufen Bilder rein, die ich jetzt im Video nicht gezeigt habe. Es werden sehr wahrscheinlich nicht alle drin sein, die ihr geschickt habt. Seid mir nicht böse, es sind wirklich wahnsinnig viel gewesen. Und ja, in diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Video und mir bleibt nicht viel mehr zu sagen, außer in diesem Sinne, ich bin raus hier. Tschüss.